Ja, hallo liebe Taschenmesserfreunde und Steel-Nerds, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal ein kleines Fun-Video, also eines, das nicht ganz so ernst gemeint ist. Naja, richtig ernst meine ich meine Videos ja sowieso nie, es ist ja immer Hobby und es ist ja auch wirklich nicht weltbewegend wichtig, über was ich hier so rede. Aber heute geht es um Pirate Knives, um Piratenmesser, also welche Taschenmesser sehen denn am ehesten so ein bisschen aus wie, ein Piratenmesser. Also wir haben ja so ein bisschen in der EDC-Community so diese Sparte des Pirate Lives. Das hat natürlich schon eine gewisse Anziehungskraft. Ja, ich sag zum Beispiel nur Sam the Pirate, schöne Grüße. Schaut euch unbedingt seinen Instagram-Kanal an. Ganz, ganz tolle Fotos. Und vielleicht müsste man ihn auch mal fragen, was ist denn für dich eigentlich ein Piratentaschenmesser? Ja? Klar, es gibt natürlich einige Messer, die vielleicht ein bisschen prädestiniert sind, als Piratenmesser durchzugehen, weil sie eigentlich schon so in diese Richtung entworfen worden sind. Dazu gehören zum Beispiel das Tuya Tortuga, schöne Grüße an Andy 1878, der das Messer ja entworfen hat und natürlich auch schon mit dem Namen Tortuga den Bezug zu dem Piratenmesser gewissermaßen in das Design integriert hat. Ich blende diese Messer, von denen ich jetzt am Anfang erzähle, die ich leider nicht selbst habe, aber trotzdem mal hier ein, damit ihr seht, wovon ich rede. Es gibt das CRKT Ritual, das mit der extrem ausgeprägten Persian Blade oder Trailing Point Blade natürlich so ein kleines bisschen so ein Piratensäbel auch darstellt. Das MKM Vincent zum Beispiel, das Jesper Voxnes tatsächlich auch explizit so ein bisschen in das Piratendesign entworfen hat. Oder das PPK Flipper, das ist ein Messer von Pete's Pirate Life. Und ja, das sind natürlich auch schon im Namen, ja, der hat natürlich auch schon da versucht, ein bisschen reinzugehen. Das wären so Messer, die man natürlich jetzt direkt von der Konstruktion her, vom Design her, vom Anfang an so als Piratentaschenmesser bezeichnen könnte. Ich selbst habe jetzt mal einige rausgesucht und habe mir überlegt, was könnte denn charakteristisch sein für ein Pirate Life Knife sozusagen. Es ist in der Regel eine außergewöhnlichere Klingenform, zum Beispiel ein Trailing Point oder etwas, was nicht so alltäglich ist, ein bisschen. Oft angelegt an diese geschwungene Klingenform von Piraten, Säbeln so ein bisschen. Manchmal auch ein besonderer Griff. Das heißt also, wenn die Griffform so ein kleines bisschen daran erinnert an die Designsprache klassischer Schwerter und Messer, vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Und natürlich gibt Designmerkmale, sowas wie ein Totenkopf oder Messingteile, die im Messer verwendet werden oder ein Anker oder sowas, was natürlich so den Bezug unmittelbar auch darstellt. Heute möchte ich euch eine kleine Auswahl zur Abstimmung geben. Ich werde euch 20 Messer kurz zeigen, gar nicht lange drüber reden, sondern ganz kurz nur vorstellen. Und mich würde echt mal interessieren, und das wäre toll, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet, was von diesen oder welches von diesen Messern für euch am ehesten ein Pirate Life Knife ist. Oder vielleicht eine Top 3 oder so. Ich werde die durchnummerieren und unten in der Beschreibung auch nochmal auflisten, sodass ihr nochmal nachschauen könnt. Und dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr da mal mitmacht und mal gucken, ob wir da so ein paar Rückmeldungen kriegen. Wäre echt super.
Dabei zählt nicht das Material. Also wenn zum Beispiel wie Stahlsorte sagt, ja, das ist ja D2 und D2 rostet, das kann ja kein Piratenmesser sein. Es gab ja früher auch keinen rostfreien Stahl, als die Piraten das gemacht haben. Also das bitte jetzt nicht dabei zählen lassen. Es geht lediglich um die Wirkung des Designs. Das heißt, was erinnert euch am ehesten vom Aussehen her, vom Design her an ein Piratenmesser? Okay, fangen wir doch mal an. Das erste, eigentlich fast naheliegend, ist ein Ankermesser. Das hier ist das L'Armor von Le Sabot. Es gibt natürlich sehr viele andere schöne Ankermesser. Da ist natürlich der Bezug mit dem Anker auf die Seefahrt. Jetzt ist die Frage, ist es aber vielleicht wirklich ein Piratenmesser oder ist es vielleicht nicht einfach nur ein Seefahrermesser oder ein Seglermesser oder so? Ja, das wäre die Nummer eins. Ankermesser im Allgemeinen. Die Nummer zwei, und natürlich muss das auch rein, als maritimes Messer, das Le Glen, das ja tatsächlich für französische Fischer in der Bretagne gewissermaßen entworfen wurde, hat ja natürlich auch schon so eine, es ist ja eine maritime Form, wenn man das mal so sagen darf, aber ist das ein Piratenmesser? Die Farbe hier, rot-schwarz, könnte ja in diese Richtung deuten. Aber gut, wir machen mal weiter. Also Nummer zwei, das Le Glen. Das Nummer drei, und das ist ein Messer, was vom Design ja vielleicht so ein kleines bisschen sogar Ähnlichkeiten zu dem Tuya Tortuga aufweist. Das ist ein Messer von Concept, und zwar das Bevy. Man sieht hier, Besonders die Klingenform vorne, die könnte natürlich so ein bisschen hindeuten auf ja so eine Piratengeschichte. Nummer 3, Concept Bevy. Das nächste, das ist natürlich so von der Auslegung her schon in diese Richtung gegeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das relativ viele Stimmen bekommen würde. Das nächste ist das Picaroon Swabby. Das ja von den Designern natürlich direkt schon mit der Intention in diese Richtung entworfen wurde. Allerdings auch tatsächlich eine Sheepsfoot-Klinge hat und keinen Trailing Point, wie man das vielleicht manchmal so für Piratenmesser denken würde. Also Nummer 4, das Picaroon Swabby. Wir kommen zur Nummer 5 und das ist ein O-Knife, und zwar das O-Knife Splint. Hier haben wir wieder ein Trailing Point. Das ist eigentlich eher ein Clip Point, aber das ist relativ lang gezogen schon. Das ist fast wieder wie ein Trailing Point wirkt. Also unsere Nummer 5, das O-Knife Splint. Ja, kommen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu einer Firma, die ich nicht oft vorstelle, weil sie auch viele Messer. Ja, ich sag mal, viele sagen, das sind so ein bisschen, geht so in Richtung Gas Station Knives. Aber die haben auch das eine oder andere sehr gute Messer dabei. Und zwar ist das die Firma Herberts. Leider hat Herberts keinen Namen für ihre Messer wirklich vergeben, sondern Nummern. Und das hier ist das Herberts 571712. Aber wir sehen hier auch, diese Klingenform, es sieht am Anfang aus wie ein Straightback. Es ist aber tatsächlich ein ganz, ganz leichter Trailing Point. Es geht so leicht nach oben und das könnte schon so ein kleines bisschen in diese Richtung Piratenmesser gehen. Wenn man den Bauch sich da nochmal da ein bisschen ausgeprägter hinzudenkt, geht das ja schon fast Richtung in dieses Vincent. Also, das ist nochmal für mich auch nochmal von der Klingenform durchaus ein Kandidat. So, Nummer 6. Das Herberts. Nummer 7. Jetzt kommen wir zu einem ganz außergewöhnlichen Teil. Das ist ein Petrified Fish. Das ist das PF 919. Außergewöhnlich vor allem wegen dieser Klinge. Also diese Klingenform ist wirklich nicht alltäglich und vielleicht ja gerade deshalb ein möglicher Kandidat, ich zeige es nochmal so, damit man vielleicht ein bisschen besser sieht, für ein Piratenmesser. Außergewöhnlich in jedem Fall. Petrified Fish Nummer PF 919 und das ist das Messer Nummer 7 in dieser Liste. Messer Nummer 8 bedient sich auch in erster Linie einer sehr, sehr außergewöhnlichen Klingenform. Es ist ein Citivion und das ST 146, aber auch der Griffform ist fast klassisch zu nennen und das sieht so aus. Ja, also da glaube ich, versteht ihr, warum ich es dazu genommen habe. Das ist eine wirklich extravagante Klinge und der Griff hat auch ein bisschen was. Einmal ist es Mikata, aber auch die Form an sich ist natürlich nicht wirklich modern. Es ist schon eine etwas klassische Form. Könnte sein, dass das sehr viele Stimmen bekäme in so einer Abstimmung. Citivion ST 146, die Nummer 8. Die Nummer 9
ist erstmal vom ersten Anschein her durch die Alu-Griffschalen relativ modern, hat aber auch eine ziemlich außergewöhnliche Klinge. Das ist das Fox Edge Sparrow. Und wenn ich Sparrow höre, denke ich ja schon ein bisschen an Piratenkapitän. Und vor allem haben wir hier diese messingfarbenen kleinen oder diese messingfarbene Hardware, die ja vielleicht schon auch so ein kleines bisschen ja, Pirate-Style andeuten können. Also Nummer 9, das Fox Edge Sparrow. Und die Nummer 10 ist ebenfalls von Fox, aber von Fox USA. Und hier ist es das Amico, das von der Griffform her fast ein bisschen an so den Pistolengriff einer Piratenpistole erinnert. Deshalb habe ich das dann wieder zugenommen. Die Klinge ist vielleicht nicht so typisch piraterisch, gibt das Wort. Aber hier ist es, dass der Griff, der so von der Form her mich ein bisschen daran erinnert. Das ist das Fox USA Amico, die Nummer 10. Nummer 11, das ist ein Chavez, und zwar das Chavez Redención, was mir vor allem natürlich ganz klar, es ist natürlich der Totenkopf, der hier eine große Rolle spielt, auch hier in diesem Falle dieses bronzefarbene in der Griffgestaltung. Ich muss dazu sagen, das ist leider kein Original Chavez, das soll nur symbolisch dafür stehen, ich habe leider kein Originales, das ist ein Nachbau. Verzeiht es mir, ich habe kein echtes, ich wollte es trotzdem gerne mit reinnehmen. Also hier geht es mir in erster Linie um das Design mit dem Totenkopf. Also ich möchte in die Liste reinbringen, das Chavez Redención als Nummer 11. Als Nummer 12, das Tuya Prusa. Bin ich ganz so sicher, ob das wirklich in diese Liste reinpasst, aber vom Design her ist es ja zumindest schon mal so ein kleines bisschen abenteuerlich und hält natürlich auch einiges aus. Von daher dachte ich mir, ja, mit dieser Klingenform vielleicht ein leicht geschwungener Griff, vielleicht könnte es ja sein. Nummer 12, das Tuya Prusa. Unsere Nummer 13 nimmt die Klingenform des Cleavers auf, die ich durchaus auch in Richtung Pirate Life Knife sehen könnte. Es ist das CJRB Craig. Es gibt ja auch diese Entermesser und nicht nur die Piratensäbel. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein kleines bisschen aufgrund dieser Cleaver-Klinge in diese Richtung gehen könnte. Das ist die Nummer 13. Das CJRB Craig mit dem sehr schönen Recoil-Verschluss hier hinten. Ganz spannendes Teil übrigens. So, und dann haben wir Nummer 14. Da haben wir ein ziemlich extravagantes Design, was ja vielleicht so ein kleines bisschen so in dieses Fernöstliche mit aufnimmt. Weiß ich nicht, vielleicht liege ich da auch falsch. Es ist das Kaiser Alien. Und ihr seht schon, dass diese doppelte geschwungene Klinge natürlich schon nicht wirklich westeuropäisch aussieht, sondern vielleicht so ein kleines bisschen exotisch wirkt. Von daher könnte das ja eventuell auch was sein für das Pirate Life. Und das ist die Nummer 14, das Kaiser Alien. Und wir bleiben bei Kaiser für die Nummer 15. Und ich muss aufhören, dieses schöne Kimagi Hank ständig zu verschieben. Wir bleiben bei Kaiser, und zwar im Kaiser Mystic. Wir haben eine ähnliche ausgeprägte und extravagante Klingenform hier und natürlich auch so ein kleines bisschen die Kombination aus Metall und Micarta, was ein kleines bisschen als so ein bisschen wirkt, als sei es, ja, also das sieht so ein kleines bisschen aus, als das abgeschrubbelte Deckbohlen. Von daher, ja, warum nicht? Ich nehme es mal mit dazu, das Kaiser Mystique, die Nummer 15. Kommen wir zu den letzten fünf. Und zwar drei davon sind von Kubi. Kubi hat ja manchmal so ein paar außergewöhnliche Designs, die ja, vielleicht hier und da tatsächlich auch so in Richtung Piraten, ja, Pirate Life gehen könnten. Das erste ist das Raven, wobei hier mir besonders diese ja etwas außergewöhnliche Klingenform mich in diese Richtung gehen lässt. Für andere sagen, das ist eher modern. Das ist aber okay, ich nehme es dazu, und wenn es nicht passt, passt es nicht, ist auch in Ordnung. Das ist das Kubi Raven. Das ist die Nummer 16. Die Nummer 17 ist ein Kubi, und zwar das Kubi 6, das wiederum dieses Stubby Design hat und mir fällt diese bauchige Klinge mit diesem, ist das jetzt ein Clip oder ist das auch ein Trailing Point Back? Schwer zu sagen. Aber das möchte ich gerne auch mit da reinnehmen, weil das hat für mich auch so ein bisschen, geht für mich in diese Richtung. Das Kubi 6, die Nummer 17. Die Nummer 18 ist das Kubi Echo. Und das hat für mich tatsächlich so ein bisschen was. Dabei denke ich an so
chinesische Piraten. Ja, alleine schon diese Klingenform. Ja, das ist für mich schon was. Also Piraten gibt es ja nicht nur hier Captain Jack Sparrow, ja, sondern es gibt ja auch, das hat man ja auch in Pirates of the Caribbean zum Teil, in Asien viele Piraten. Und das ist für mich so, diese Klingenform so ein bisschen in diese Richtung gedacht. Das ist die Nummer 18, das ist das Kubi Echo. Die Nummer 19 ist alleine schon durch die Materialwahl des Griffes und auch die Klingenform. Für mich gehört das in diese Liste rein. Das ist ein CVV und zwar das CVV Dogma. Und hier haben wir das mit einem Kupfergriff. Und wiederum dieser ja sehr ausgeprägten Clip-Point-Klinge, wie ihr hier sehen könnt. Für mich Nummer 19, das CVV Dogma. Und die Nummer 20 und damit das letzte dieser Liste, das muss natürlich da rein. Einige von euch werden jetzt das Grinsen kriegen. Das Bilker Mermaid. Ja, Mermaid, klar, Meerjungfrauen gehören in die Mythologie der Piraten hinein und deshalb muss das Mermaid auf diese Liste der möglichen Piratenmesser oder Pirate Life Knives. Gut, das Bilker Mermaid Nummer 20. Okay, das war es auch schon mit der kurzen Vorstellung dieser 20. Wie gesagt, die Liste und die Namen seht ihr ausführlich nochmal unten in der Beschreibung. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mitmacht und euch mal sagt, vielleicht eure Top 3 oder so, was ihr am ehesten von denen so als Messer für das Pirate Life sehen würdet. Einige davon sind natürlich ein bisschen scherzhaft, einige passen vielleicht wirklich nicht in die Liste. Aber sucht euch doch eure Top 3 mal raus und schreibt mir. Das fände ich toll, wenn wir da so ein bisschen Aktivität in die Community nochmal reinbringen können. Ja, soweit für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen unterhalten. Verbleibe ich wie immer. Take care, passt auf euch auf und bleibt vernünftig mit euren Messern.